Guten Abend, meine Gaming-Freunde, und herzlich willkommen zum weiteren Spieletest hier auf dem Kanal. Es geht natürlich weiter mit der Battlefield-Reihe. Und was kommt als nächstes nach Bad Company 2? Battlefield Play for Free. Wird viel von euch, vor allem den jüngeren Leuten, gar nichts mehr sagen. Aber die Oldies, die schon länger dabei sind, die kennen das Spiel vielleicht noch. Ich habe es tatsächlich sogar damals auch gespielt und nicht gerade wenig. Also jetzt auch nicht so viel, aber auch nicht gerade so wenig. Also habt ihr auf jeden Fall ein paar Runden drin verbracht. Obwohl das, ja, ich würde sagen, mit Heroes zu den schlechtesten Ablegern von Battlefield gehört. Aber was es genau damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt an. Entwickelt wurde das Ganze von EA DICE, also letztendlich von DICE. Nach wie vor hat sich nicht viel verändert. Als Publisher haben wir Electronic Arts, auch da hat sich nicht viel verändert. Steht nach wie vor hinter Battlefield und wird, denke ich, auch noch eine Zeit lang dahinter stehen. Als Release haben wir den 4. April 2011, also das Spiel kam ein Jahr nach Bad Company 2 raus, 2011. Und wurde aber 2015 auch schon wieder eingestellt. Also Heroes und Play for Free wurden eben eingestellt. Und das ist ein Teil, der auch 2015 eingestellt wurde. Vor 9 Jahren mittlerweile, habe ich gar nicht mitbekommen. Als Genre haben wir einen Ego-Shooter. Da tut sich natürlich nicht viel. Und als Thematik haben wir auch moderne Kriegsführung. Also dieses Play for Free, es ist eben ein Free-to-Play-Setting logischerweise. Und beruht auch auf der modernen Zeit. Als Grafik-Engine haben wir die Refractor 2 Engine. Und die kennen wir noch von damals. Battlefield 2142 und sowas. Also seit Bad Company 1 haben wir die Frostbite Engine. Und da haben wir 2011 dann wieder die Refractor 2 Engine. Halt kostenlos natürlich, aber halt dementsprechend, also sowohl optisch, es ist zwar das beste Spiel, würde ich behaupten, mit der Refractor 2 Engine, aber optisch trotzdem insgesamt schon ein Downgrade natürlich im Vergleich zu Frostbite Engine. Auch was so Häuser zerstören und sowas angeht. Als Plattformen haben wir den PC, also es war ein PC-Exclusive. Und Altersfreigabe habe ich USK nichts gefunden und PEGI haben wir 16 gehabt. Also PEGI 16 verdient weit auch nicht zu brutal, was so Themen wie Blut und sowas angeht. Also haben wir bei Battlefield schon ab und zu gehabt. Kommen wir jetzt zur Story. Also grundsätzlich spielte das Spiel natürlich keine traditionelle Kampagne. So wie wir es kennen, es ist ein reiner Mehrspieler-Modus, ein reines Multiplayer-Spiel, das sich eben auf teambasierte Kämpfe konzentriert, Battlefield-typisch, und auch auf moderne Kriegsführung eben. Also alles, was eine moderne Kriegsführung teilweise mit sich bringt. Und dafür kostenlos finde ich ganz cool. Wir treten entweder als Teil der US Marines, also wir sind entweder von den US Marines oder der russischen Armee an und kämpfen eben in verschiedenen Kriegsszenarien auf verschiedenen Kriegsmaps gegeneinander und wollen gewinnen. Das ist die Story, die Hintergrundhandlung, da gibt es sonst nicht viel zu sagen. Kommen wir zum Gameplay. Wir haben verschiedene Multiplayer-Modi wie Conquest und Rush und Assault. Das war auch ein neuer Modi, der, glaube ich, da dazu kam. Und ja, so ein bisschen, was wir schon kennen. Wir haben 4 spielbare Klassen. Einmal Assault, Medic, Engineer und Recon. Und da eine Besonderheit oder eine schlechte Besonderheit, sage ich mal. Jeder von den Charakteren hat natürlich eigene Fähigkeiten und Ausrüstungen. Das hat sich dann mit der Zeit immer mehr entwickelt. Am Anfang war es noch sehr wenig Zeug in den ersten Teilen und dann wurde es immer abgespaced, so ein bisschen mit diesen Fähigkeiten. Du musstest dich bei der Registrierung für einen von denen entscheiden und nur den konntest du dann spielen. Ich fand es katastrophal. Ich glaube, eine andere musste man sich dann mit Echtgeld kaufen und so. Also man merkt schon 2011, wie dieses Echtgeld-Thema und so immer mehr kam. Bis heute finde ich es schade. Ich finde es schade. Sollen so Sachen wie Fortnite, Call of Duty so optische Sachen und so anbieten, aber wenn du ein Free-to-Play-Game machst, verdien mit optischen Sachen nur dein Geld und nicht, dass du eine bestimmte Klasse nicht spielen darfst oder so ein Schmarrn. Naja, wir können wieder Fahrzeuge nutzen, sowohl Panzer wie Helikopter, Jeeps und sogar Jets. Da ist grob alles dabei für Free-to-Play-Game, auf jeden Fall ganz nice. Und wir haben umfangreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Waffen und Ausrüstungen. Also auch da kann man einiges machen, einiges kaufen und dementsprechend auch anpassen. Ja, ist okay. Ist ein solider, kostenloser Battlefield-Multiplayer gewesen. Also, ne? Aber ich bin auch der Meinung, investiert da lieber ein paar Euros, wünscht euch zu Weihnachten oder so, wenn ihr das Geld nicht hattet, und holt euch ein Battlefield 3, was dann, glaube ich, im selben Jahr erschienen sein müsste. Das teste ich jetzt gerade. Auf jeden Fall, ja, da habt ihr dann gleich so viel mehr davon. So, für so viel mehr Geld habt ihr so viel mehr Spiel davon. Kommen wir zur Spielwelt. Wir haben detaillierte und weitläufige Karten, wie wir es von Battlefield kennen, die sowohl reale wie auch fiktive militärische Schauplätze darstellen. Soweit alles beim Alten. Die Grafik ist eben moderat für die Zeit. Also 2011, ne, wir hatten Bad Company, Battlefield 3 kommt.
Da ist diese Refractor 2 Engine nicht mehr, ne, nicht mehr der Bringer. Aber für ein kostenloses Spiel auf der anderen Seite auf jeden Fall solide. Ich habe selber gespielt und ich fand es jetzt, es war jetzt nicht das schönste Spiel des Jahres, um Gottes Willen, aber es war jetzt auch nicht das hässlichste Spiel des Jahres. Aber die Verwendung der Refractor 2 Engine ermöglichte realistische Fahrzeug- und Umgebungstexturen, die eben die besten meiner Meinung nach, die Engine auf dem Kanal auf jeden Fall besser bieten konnte, mit einigen Einschränkungen in der Darstellung aufgrund des Free-to-Play-Formats eben. Also sie haben sich jetzt nicht die Mühe gegeben, da eine neue Engine oder so draus zu machen, ne, logischerweise. Ja, so viel ungefähr zur Spielwelt und zur Grafik gibt es nicht so viel zu sagen. Kommen wir zum Umfang. Wir haben mehrere Karten und Modi, die für Abwechslung sorgen. Im Spiel generell, also ne, man hat da schon so einen gewissen Langzeitspaß. Wir haben keine fixe Spielzeit, ist natürlich abhängig von eurem Interesse und typische Matches dauern ca. 15 bis 30 Minuten, also auch mehr oder weniger Battlefield-typisch. Wir haben keine traditionellen DLCs, aber regelmäßig kostenlose Inhalte und Patches, also es kommen auch viele kostenlose Sachen, kamen zumindest dazu die 4 Jahre, aber auch viele kostenpflichtige Sachen, die man halt extra kaufen musste, ne? Kommen wir zur Rezeption. Von GameStar haben wir 65%. Wir merken schon, ich glaube, die schlechteste GameStar-Bewertung für Battlefield. Ja, von IGN haben wir 6 von 10, auch nicht wirklich so überprickeln. Und von Metacritic haben wir 68 von 100 Punkten. So, ja, was soll ich sagen? Also rein das Gameplay und sowas fand ich gut. Ich fand es wirklich gut, die Maps waren cool, die Modis waren cool. Mich haben dieses Pay dafür, zahl dafür, du willst anders aussehen, zahl dafür. Du willst Helikopter fliegen, musst so einen bestimmten Token, der hat zwar kein Echtgeld gekostet, aber auch so einen Token irgendwie dafür ausgeben. Du wolltest eine andere Klasse spielen, zahl dafür oder mach einen neuen Account halten. Das will man ja auch nicht, die ganzen Statistiken und so gehen dann flöten. Und das waren die Sachen, die mich hauptsächlich gestört haben und weshalb ich auch zu der Endnote 2- komme. Also von mir Endnote 2-. Es kombiniert zwar die beliebtesten Elemente aus Battlefield 2 und Bad Company 2, ne, so ein Mix aus den beiden, sowohl optisch wie auch ja, von anderen, vom spielerischen. Aber es ist halt gemacht für ein Free-to-Play-Publikum und ja, sonst aber ist es ein klassisches Battlefield-Gameplay. Und dafür war es cool. Mich hat nur dieses ganze Zahlen und Zahlen und Zahlen und das hat mich ein bisschen genervt, weshalb es auch bei mir die Langzeitmotivation nachgelassen hat. Aber von mir trotzdem als Endnote 2-. Wäre es jetzt nur das Gameplay ohne dieses ganze Zahlgeschmack drumherum, dann hätte ich sogar eine 2, wenn nicht sogar 2+ geben können. Aber für 2011, ich bleibe bei einer 2-. Immer noch gerade so gut. Aber ne, ihr merkt schon, es könnte auf jeden Fall besser sein, aber es könnte auch schlechter sein, um Gottes Willen. Ja, Leute, das war's mit Battlefield Play for Free. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet oder fandet. Würde mich interessieren und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder beim nächsten Test. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.